Wer sind blockiert im Weg? Hey, Langnase. Soll ich was dagegen tun? Hast du das dann? Ja, klar. Besorge nur die nötigen Materialien und ich mach den Weg im Nu frei. Echt? Was ist denn vor, Frankie? Das werdet ihr schon sehen. Ab dafür ist da ja auch wieder zu niedrig angebrochen. Hier, dass wir noch Licht haben, was sich damit lebt. Band. Warum sprichst du nicht mit? Einen anderen Baum brauche ich gerade nicht. Die Felsen hier kann ich auch zerstören jetzt. Habe ich glatt einen Schatz übersehen gehabt beim letzten Mal. Nektar mal 10. Okay. Das ist jetzt nicht so praktisch. Aber nehme ich trotzdem mal mit. Gut. Mir ist sonst doch irgendwo einen blockierten Weg. Fällt mir gerade irgendwas ein. Ich bin gerade nicht sicher, aber ich glaube, da einer Seite hier vielleicht. Da bringt mir gerade was anderes auf. Unten mir ist so ein Höhlenspalt. Komme ich da rein? Ich möchte nicht die Gegner fokussieren. Okay, ich muss die schon erledigen. Das nerven die mich noch ein bisschen mehr. Ja, es könnte klappen. Ich muss nur schauen, dass ich irgendwie richtig lande. Ja. Das könnte funktionieren, wie gesagt. Ich muss schon, dass ich richtig lande. Ich möchte das dann nur rein. Weiter oben. Das Timing ist halt doof. Okay, ich glaube, da ist noch nicht bei der Wand. Oder ich komme irgendwie anders dahin. Okay, das war gerade komisch gebockt. Ich bin nicht gesprungen. Na gut. Ja. Wo ist es? Ach, mal von hier. Dass ich auch die ganze Zeit auf den A-Knopf komme. Das nervt mich gerade. Irgendwie hinkommen kann. Da haben wir dann einen Weg von hinten irgendwie rein. Das könnte auch sein. Ja, gut. Dann lasse ich das vorerst und schaue mich hier noch mal ein bisschen um. Hier hat mir nicht auch noch ein oder anderen Felsen, der im Weg stand. Hey Frankie, bau uns einen Tunnel. Ah ja. Ich weiß Bescheid. Besorgen wir nur die Materialien. Geht's fahrtlos, danke Frankie.
hierfür. Captain Ausgleich wieder auf der anderen Seite. Ich brauche noch ein paar von den Sachen hier eigentlich noch. Das ist der Hauptgrund, wieso ich überhaupt auf die erste Insel machen wollte. Und hier haben wir noch so eine Tafel für Robin. Ist doch ein Stein im Moment. Könntest du es sonst vorlesen, Robin? Kein Problem. Und hier dann ging er um durch die Meer zu streifen, ohne je zurückzukehren. Wow. Ja, Robin, du bist so fantastisch. Kehrt also nie in deine Heimat zurück, oder der Arme? Ja, ich weiß nicht, ob er so arm ist, wenn er mit zurückkehrt. Das kommt mir auch noch ein bisschen merkwürdig vor. Ich dachte, da vielleicht noch so ein Pilz, der uns irgendwo hinschleudert. Ich hab eh nichts. Na gut. Nehme ich noch hier die Felsen mit. Und die Pilze. Da möchte ich eigentlich mal erst noch, ob ich hier noch irgendwas anderes fischen können. Außer den Muscheln. Ja, das war zu weit ausgeworfen. Wacht. Jetzt stark. Ja, komm schon. Dass ich die länger aufwerfen müsste, ist halt schwierig. Ich könnte natürlich die Schnur noch verbessern. Ist das Ziel, das sehr einfach einfangen? Hier. Das ist natürlich auch eine Makrele. Okay. Na gut, ich brauche jeden Fall Muscheln. Nebenher brauche ich ja gar nicht so weit auswerfen. Die erste. Ich brauche drei davon. Wir haben Knochensuppe. Smiley Colin brauche ich gerade nicht.
weit, zu niedrig. Genau richtig. Zum Glück kann man den Abstand relativ gut einschätzen, beziehungsweise den Fisch, wo man wo fangen kann. Müsste eigentlich auch noch mal eine Muschel sein. Alles unter 10 Meter eine Smiley-Qualle ist, alles darüber eine Muschel, alles über 19 Meter müsste eine Delle sein. Nee, ich hab nicht. Ich hab schon wieder vergessen, wie der Fischer hieß. Beziehungsweise sie können natürlich auch im niedrigeren Gewässern auftauchen. Nur ist eher weniger der Fall. Sie tauchen einfach mal im höheren Gewässer auf. Kann natürlich auch sein. Wie gesagt, das ist halt eher unwahrscheinlich. Meistens hat man immer nur einen Fisch im Gewässer. Und der Reize, die man die Angel auswirft. Hier hoch. Wie gesagt, ich möchte ja die Angel eigentlich von der Länge noch bessern. Das hier natürlich auch einfach machen. Natürlich treffe ich die schon wieder nicht. Die Alpha-Quente brauche ich natürlich. Haben wir noch einen Schmetterling? Brauche ich nicht. Ist hier unten eigentlich jetzt irgendwas Neues, wollte ich gerade sagen. Mensch. Ich bin noch nicht so weit runter. Es sind einfach nur ein paar von denen. Von den Früchten. Die man natürlich nicht richtig fangen kann. Das ist sofort runterfallen. Ich habe schon wieder zu viele Eizen und das ist nicht gut. Ja, ich verstehe warum. Smiley-Qualle brauche ich nicht. Thank you.
brauchen bitte Krabs. Bitte Gras brauche ich. Genau andersrum gemacht, wie ich es eigentlich haben wollte. Ja, Brook macht, glaube ich, jetzt schon zu viel Schaden. Die meisten Gegner. Hat zumindest wirkt so. Als ob die nichts mehr aushalten würden. Den Sprungangriff noch. Kann ich mal wieder umholen sein. Wird die auch noch brauchen können. Da ich gerade zu viel Zeit verschwendet mit Kämpfen. Will ich das mit den Dialen schon wieder geteilt habe. Ist auch erledigt. Und dann angeln wir hier oben mal auf 20 Meter. Was wir hier haben. Könnte ja mal ein neuer Fisch sein. Natürlich ist wieder ein Kilifisch. Ich muss ein bisschen weiter auswerfen. So, schauen, was haben wir da? Oh, der ist neu. Ein Faustkrebs. Natürlich, sieht die aus wie ein Hummer. Möchte natürlich nicht wegwerfen. Da brauche ich das Eisen für.
Gebröckelte Krevis. Eine Krevis oder Wies. Ist französisch für Krebs. Aber egal. Ist das einfach. Das schmeckt gut. Ist auch mit drei Faustkrebse. Okay. Da müssen wir wohl noch ein bisschen mehr angeln. Und von mir aus. Ich muss hier richtig Länge auswerfen. Okay. Das war dann wohl ein sehr großer. Mensch. Passen, dass ich ihn nicht wieder entkommen lasse. Okay, den Kilifisch wollte ich jetzt nicht. Es soll immer wieder bei Glück dabei, was er wirklich bekommt. Ah, das müsste wieder ein Krebs sein, so wie der zieht. Halt ganz anders als ein Kilifisch. Wir sind noch stärker. Okay, zum Glück habe ich die Angel schon so weit verbessert, dass ich ein bisschen auf Risiko gehen kann. Oh, das ist sogar ein Katzenfisch, glaube ich. Ballon-Katzenfisch. Okay, das ist auch neu. Ich hätte hier nochmal auf so einen Krebs gehofft. Der zieht mir mal gar nicht. Das könnte wieder ein Kilifisch sein. Ja. Na gut. Ich hoffe jetzt mal einen Kilifisch. Sonst irgendwas, was ich gerade nicht brauche. Schießpulver brauche ich eigentlich gerade nicht. Ich weiß, es ist nicht so teuer zum Herstellen. Obwohl, möchte ich eigentlich gerade behalten. Eine Kugel brauche ich gerade eigentlich nicht. Die kann Gabri gern haben. Ist das wieder ein Krebs? Ich habe nichts dagegen, wenn es was anderes ist. Solange ich es noch nicht hatte. Ein ganzer Fisch.
Ja. Das klappt mir mal wieder gut. Ich weiß aber auch nicht, wie selten jetzt so ein Krebs hier ist in den Gewässern. Könnte jetzt natürlich auch sehr selten gewesen sein. Jetzt wieder ein Kilifisch. Na gut, lassen wir das Angeln vorerst. Ich wollte schon kein Glück. Linsen nehme ich gern mit. Ich weiß zwar gerade nicht mehr, für was ich die brauchen kann, aber ich nehme es trotzdem mal mit. Den möchte ich gern mitnehmen. Zumindest versuchsweise beide. Ein Blitzkäfer. Und Gabri kriegt von mir aus den Kilifisch. Ja, brauche ich nicht. Warte mal. Bele kriegt es auch. Die kann ich nicht auch im Schiff ausfangen. Donnerpulver. Ich habe eine Idee. Ich mache eine elektrisch aufgeladene Chemikalie. Ehrliches? Das wird sich ausstellen. Oh, und da ist sogar das Donnerpulver. Batterie. Hey, kann ich was von dem Pulver haben? Damit kann ich bestimmt was Cooles machen. Aber wir sehen schon, Donnerpulver ist nicht sehr selten. Ja, ich würde jetzt mal. Ich wollte gerade zum Marmor sagen, aber da geht es scheinbar nicht. Ja, schwierig. Dann halt. Vielleicht die Venusmuschel. Auch hier nur drei. Dann hole ich mir einen zweiten Donnerkäfer. Käfer. Werde ich hier noch eine Falle aufstellen. Aber wir müssen Nektar holen. Ja, dann können wir eigentlich zurück zum Schiff. Ich habe hier gerade nichts mehr zu machen. Einmal Lager sortieren. Einen Käfer kann ich sicher lagern. Den Fisch kann ich auch sicher lagern. Vom ersten Hummer noch. Oder Krebs. Ich ist immer noch ein Hummer. Egal. Ich dann nicht drei davon? Egal. Ich habe drei gefangen. So, Zahnmühlenknochensuppe für Sanji mal. Und andere Gewichtschoppe. Medikamente, Donnerprüfer. Kann ich gerne herstellen.
Habe ich nichts dagegen. Eine Heilkapsel. Brauche ich noch eine zweite. Aber Lysop kann ich ein paar Sachen erstellen, okay. Okay. Aber fangen wir doch mal an mit dem Klimataktstock. Mehr reparieren sollen, beziehungsweise Lysop reparieren sollte. Klimataktstock repariert. Repariert den Klimataktstock vollständig. Rücknahme repariert. Tiro. Eine neue Technik hinzu. Und zwei Donnerball. Als elektrische Blasen voll. Okay, viel Batterie hätte ich den Magnet noch gebraucht. Gut, machen wir das Chat-Dial. Oder Impact-Dial. Impact-Dial. Dial, das Einschläge absorbiert und wieder freilässt. Lysop kann es im Kampf benutzen. Einschlag. Dial, Schlagreflexion. Na gut, hätten wir das da auch. Und dann verlängere ich die Angel noch um 2. Und erhöhe ich Ausdauer der Angel. Jetzt will ich noch 2 von den Kurve gehabt so nach. Also die Angel sollte es nochmal deutlich weit auswerfen sein. Ja, knappe 30 Meter. Auf der Angel ist auch deutlich höher. Werden wir auch benötigen bei den größten Fischen. Bin gespannt, was ich da jetzt fange. Ich hoffe mal nicht wieder so eine Makrele. Natürlich eine Makrele. Was denn sonst? Das Ding lässt sich auch relativ viel Zeit, ist auch wahrscheinlich eine Makrele. Ja. Größeres wäre auch leicht entkommen. Wenn ich noch mit Makrelen machen. Hatte ich da nicht irgendwas mit. Ja, hätte ich jetzt sogar 5. Aber keine von den Karotten, die wir brauchen dafür. Das ist doof. Was hatte ich noch? Was? Da glaube ich. Ich habe auch noch ein bisschen was. Ja, Nast. Ich glaube nicht mehr. Ein Packchen. Nee. Na gut.